Ja, wir sind heute wieder für Sie mit den Wanderschuhen unterwegs, heute rund um die malerische Ortschaft Narn, hinter mir die Donau. Was uns heute tatsächlich alles erwartet, das weiß nicht ich, das weißt du, Gerhard. Vom Campingplatz Au an der Donau, was erwartet uns heute alles? Du hast die Karte. Grüß dich, Vicky. Freut mich, dass du da seid am Campingplatz Au an der Donau. Was erwartet euch heute am sogenannten Fuchtelmandelweg? Der ist 26 Kilometer lang, er ist von flach bis über leicht hügelig und ist sehr, sehr vielfältig. Die Highlights gleich zu Beginn ist die Fischtreppe, zweitgrößte Europas, wo nebenbei der Aussichtsturm entstanden ist, wo du wirklich sehr, sehr schöne Einblicke hast in die Fischtreppe, in die Donauauen und natürlich über das Panorama von der ganzen Donau selber. Dann geht es weiter Richtung Narn raus, zur Narn selber, ist ein kleiner Fluss, wo die letzten paar Jahre sehr schöne Renaturierungsplätze entstanden sind. Rein zu unserer Bezirkshauptstadt Perg, wo gleich unmittelbar dahinter so schöne Aussichtspunkte sind, wo du über die ganzen Alpenpanorama 180 Grad Blick hast. Das ist einfach fast ein Platz zum Träumen und zum Weinen. Und dann kommt es rein zu unserem derzeit schönsten einzigen Weinbaubetrieb, den Leo Gmeiner, wo du da kurz Achtel dann schnappen kannst. Und nach dem Achtel komme ich ja wieder zurück zu dir, weil Campingplatz, ihr habt ja einen Steckerlfisch, habe ich gehört. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben sogar was wieder sehr, sehr Regionales. Der Bio-Saibling kommt nicht aus dem Mühlviertel, aus dem Eisgewässer und der wird auch mein Kollege, der Schaxer, nachher sogar grillen. Okay, und das ist die Karte, die darf ich jetzt mitnehmen? Unbedingt. Mit der Donausteigkarte ausgerüstet starten wir unsere Wanderung. Vierte! Entlang der Donau, vorbei an der Fischleiterskulptur und einer traumhaften Kulisse. Nach gut einer halben Stunde erreichen wir den Fischaufstieg. Hier lebt der wohl größte Fisch der Donau. Ja, dieser Fisch ist garantiert keine Übertreibung. Immerhin, es ist Österreichs größter begehbarer Fisch. Und hört auf den klingenden Namen Doni, eine Ableitung von Donau. 12 Meter lang und fast 3 Tonnen schwer. Es ist das geheime Wahrzeichen von Narn. Von hier aus startet der Aulerpfad entlang des Machlanddamms. Der Fuchtelmandelweg führt uns Richtung Perg. Nach gut 1,5 Stunden entlang der Weinreben erreichen wir unser nächstes Ziel, den Weinbaubetrieb von Leo Gmeiner. Leo, freut mich. Hallo, servus. Servus. Hallo. Bei einem guten Achterl Rotwein-Cuvée lässt sich die Sonne genießen. Zur Leidenschaft an sich, ich meine, als Winzer muss man schon eine Leidenschaft haben. Wie ist das bei dir? Woher kommt die Leidenschaft? Naja, wir haben immer in unserer Familie schon guten Wein getrunken. Und auch in jungen Jahren, ab 16. Und habe ich dadurch einen sehr frühen Zugang zu einem guten Wein gehabt. Und so hat sich meine Leidenschaft entwickelt. Sehr jung bin ich dann auch schon ins Burgenland zu einem befreundeten Weinbauern gefahren, in die Lehre quasi. Der hat mich damals ausgezahlt in Naturalien, das hat mir auch gefallen. Und so bin ich eigentlich in der Praxis zum Weinbau gekommen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jawohl, das kann ich mir auch. Ich habe mir das geschichtlich sehr gut ausgesucht. Also bei uns heißt es Weinziel. Es hat über 1000 Jahre Weinbau bei uns auch gegeben. Und so haben wir im 2007 den ersten Wein gekeltert. Hier wird aber nicht nur Wein angebaut, sondern auch Schnaps gebrannt. Dann tut man auf Trennstärke runter reduzieren. Dann hat man destilliertes Wasser in der Regel. Und dann stellt man halt den Schnaps so ein, wie man haben will. Gut gestärkt verabschieden wir uns von Leo Gmeiner und wandern weiter Richtung Donau. Entlang eines Feldweges erreichen wir Perg. Am sogenannten Kalvarienberg erwartet uns eine besondere Aussicht, ein 180-Grad-Panorama. An klaren sonnigen Tagen reicht die Sicht von hier aus bis zum Ötscher. Der Donausteig führt uns weiter vorbei an der Kalvarienkirche Richtung Narn. Von hier aus ist es nur mehr eine halbe Stunde Fußmarsch nach Au an der Donau, unser Ausgangspunkt. Deckerfisch! Ja. Hallo, servus. Mach das gut aus. Ja. Hier brutzelt der Steckerlfisch bereits. Gerade frisch aufgelegt. Rund 26 Kilometer und 6 Stunden Wanderung liegen hinter uns. Den Steckerlfisch haben wir uns also verdient. Alle Infos zur Donausteigwanderung gibt's übrigens auch im Internet. Prost. 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 Prost.